Es ist in den 15 Jahren gelungen, ein Thema aus der Tabuzone zu holen, darüber zu reden, ja, es auch in den Mittelpunkt eines gesellschaftlichen Events, wenn Sie so wollen, zu stellen. Und wir brauchen diese Themen nicht nur in der medizinischen Fachwelt, nicht nur bei den schon Betroffenen, sondern wenn wir wollen, dass Vorbeugung hilft, dann muss es zum Gespräch im Kollegenkreis werden, im Familienkreis. Und öffentliche Aufmerksamkeit durch so ein Ereignis ist da ganz wichtig. Ja, da ich ja heute das erste Mal da bin, ist es natürlich jetzt schon mal schön, dass es in so einem Rahmen gewürdigt wird, ja, dass man über Dinge spricht, die Deutschen eigentlich viel zu selten besprechen. Und da ist es natürlich, ich sage jetzt mal, ein festlicher Anlass, auch genau das Richtige, nämlich dann darüber nachzudenken, wenn es einem noch gut geht und nicht erst, wenn es soweit ist oder zu spät ist. Ich finde es zum einen schön, wenn man Themen anspricht, die sonst gerne mal totgeschwiegen werden. Wenn Leute mutig genug sind, zu sagen, wir machen auch ein richtig großes Event da drumherum. Und auf der anderen Seite finde ich es einfach wahnsinnig wichtig, dass wir das Bewusstsein für unseren Körper irgendwie wieder schärfen. Die Felix-Burda-Stiftung hat es geschafft, dass eben die Darmkrebsvorsorge überhaupt ein Thema in der Gesellschaft wurde, dass man sich darüber unterhalten kann. Warst du denn schon bei deiner Darmspiegelung gewesen? Und das ist etwas, was, denke ich, wirklich hier erreicht wurde. Und es wäre natürlich und ist natürlich wichtig, hier auch weiterzuarbeiten, weil wir wissen nach wie vor, dass noch viel, viel mehr Leute das Recht hätten, zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen und es auch von der Kasse bezahlt werden würde, als es tun. Und deswegen werden wir von politischer Seite weiter dran arbeiten, aber wir brauchen Partner wie zum Beispiel die Felix-Burda-Stiftung.